So, meine Freunde, willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit unserem Schreckensreich. Was wirklich ganz schrecklich ist, also ganz, ganz schlimm. Wir sind Papst. Schaut aber eher aus wie ein Hampelmann. Bin ich Papst? Wir müssen erst noch konvertieren, habe ich gerade herausgefunden. Denn konvertieren. Warte mal. Das Problem ist der. Ich weiß ja nicht, warum das geht. Dass wir da draufklicken können. Weil er da ist. Aber das funktioniert trotzdem nicht. Ah, das ist immer noch das Einzige, was mich so ärgert. Wir könnten solche Leute hier in die Ämter erheben. Der ist leider schlecht. Aber der hatte vorher 0, jetzt hat er 12. Also vorher 0 gestern. Gestern war's. Schon wieder ewig her, dass ich zuletzt gespielt habe. 12 Stunden. Ja, warum nicht? Solange es geheim gehalten wird, ist mir das relativ egal. Lösegeld. Ja, ich brauche eigentlich kein Lösegeld. Das ist eigentlich unnötig, ne? Die paar Taler können sie behalten, Alter. Ein Viechweibchen. In Pilsen. Unnötige Sorgen. Was, wenn Balderich euch enttarnt? Mir wurscht. Das wird nicht auffliegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Apropos ziemlich sicher. Kurz was geguckt, aber festgestellt, dass es komplett irrelevant ist. So, ein Gedicht. Da gibt eine Fraktion gegen mich. Was? Komplott aufgeflogen. Mein Mordkomplott, dessen Ziel Ratsprediger war, ist aufgeflogen. Nun weiß jeder von meinem Plan, ihn umzubringen. Das ist alles ein großes Missverständnis. Nö. Ich werde euch zeigen, wie weit ich gehen kann. Aber fliege ich jetzt dann auch direkt auf, oder wie ist das? Der Fürst der Mode. Zum Glück wirst du nicht erben, Alter. Der Fürst der Mode. So ein Schmarre, Alter. Der Fürst meiner Schnürsenkel vielleicht. Ich halte doch mal so ungern Hof. Kulturakzeptanz für ein bisschen Gold, wenn es sein muss. Bisschen Tyrannei ist an sich immer was Feines, aber muss ja nicht sein. Worum geht's in rechtmäßiges Land? Herzog Humbert ist verärgert und eilt zu meinem Thron. Mein Rechtsanspruch auf die Grafschaft von Leitmeritz ist gut bezeugt. Bezeugen kann ich auch viel. Juckt mich jetzt aber erstmal alles relativ wenig. Und das sieht auch gut aus. Sehr gut. Inspirations. Eine prächtige Rüstung. Er ist auch geübt in dieser Kunst. Nun dann. Mache er mir ein Kettenhemd? Brief vom Papst Gregorius. Naja, das Brief vom Ex-Papst. Ich würde mal sagen, das hat auch eine gewisse historische Komponente. So. Es ist ein seltenes Gut sozusagen. Den Papst gibt es ja so gar nicht mehr. Die Welt, wir sehen es ja auch schon, sie bekehrt mehr und mehr zu unserem Glauben. Ich habe doch gar nichts damit zu tun gehabt. Warum habe ich denn jetzt die Eigenschaft Mörder erhalten? Hä? Welche üble Nachrede mir hier unterstellt wird. Achso. Wo ist überhaupt dieser hier? Mörder, minus 15 Meinung. Scheiß drauf. Juckt mich nicht. 19. Ja, ist okay. Ist besser als nichts. Bekehre sie mir. Köln. 4 Jahre. Oh, warum denn 4 Jahre? Geht das nicht ein bisschen schneller?
Das Problem ist, ich könnte ihn zwingen zu bekehren, geht aber nicht, weil er ist Oberhaupt. Ich müsste ihm den Titel aberkennen. Kann ich aber nicht, weil es ja kein Titel ist. Deswegen können wir jetzt das hier machen. Der wird mucken. Wer muckt mit? Ach so, er hat klein beigegeben. Leute, ich habe es erst gar nicht gecheckt. dann Herzogtum von Latium. Ich trigger jetzt wieder alle. Das spricht man nicht so aus. Was heißt Latium? Mein Söhnchen, du bist eh nutzlos. Gefährliche Fraktion der Taschenspielerautomaten. Digga, was ist das denn? Die irischen katholischen Populisten. Da pinkle ich mir ja fast schon ins Höschen, ne? So. Und nun? Muss ich ihn noch vergeben, oder? Nee. Hä? Also, ist mein Titel. Gut. Damit wäre das mit dem Papst auch ein für alle Mal geklärt, würde ich mal behaupten. Also ein für alle Mal. Der katholische Glaube muss halt ausgeschaltet werden. Wo ist denn er jetzt zu Hause? Mächtiger Vasall von was? Ich bin immer noch sein Lehnsherr. Wo ist denn der? Hä? Was regiert denn der hier? Angeblich ist er noch irgendwo, aber da ist er. Digga, kann er nicht gehen oder so? Ich mag ihn nicht. Der hat am Ende nur irgendwelche bösartigen Sachen vor und will mich aufschlitzen oder irgendeinen Scheiß. Ich traue dem ja nicht. Brauchen auf alle Fälle 2000, ne, 3600 war es wieder, ne? Was war das andere? Also, 4800. Das einzige... Oh, Religionskrieg könnte man rein theoretisch machen. Kreuzzug. Nee, kein Kreuzzug. Das Kreuzzug geht erst, wenn ich weltliches Oberhaupt bin. So, juckt mich nicht. Dankeschön. Trotzdem konnten wir nicht irgendwie... Er ist ein, ich meine, an sich macht es ja auch Sinn, dass er auf Schrecken geht, aber auch Religion mit forciert. Ich sag mal, Religion war ja eigentlich damals so das Effizienteste, wenn es darum ging, andere Minderheiten, Menschen, alles Mögliche zu unterdrücken und zu unterwerfen, würde ich mal behaupten. Ist ja bis heute noch so, also auch heute ist ja noch so, dass Religion eigentlich auch nur eine andere Form der Macht ist. 1000 Mann. Wow. Das ist juicy. Das ist aber juiciger. Deswegen, ja, hilft mir das jetzt gerade gar nichts. Mein Vorkoster ist gestorben. Haben wir Krieg oder was ist hier los? Die sind im Krieg. Verteidigen gegen Franken. Wenn ich es generell nicht schlecht finde, dass man angreift, hätte man ja zumindest mal kurz vorher mich um Erlaubnis fragen können. Na gut. An den wertlosen Kaiser Wilhelm. Das nenne ich mal eine Fetzenrebellion, Alter. 106.000 Mann. Gegen 160.000 Mann. Katholischer Franzosenaufstand. Der ist serious, oder? Aber ich finde es interessant, dass da auch gleich alle mit beitreten. Aus unseren Reihen. So wie es ausschaut. Mhm. Das ist neu, das kannte ich von früher nicht. Aber scheinbar, weil es hier jetzt so ein Religionsding ist, jetzt schließen sich alle auf unserer Seite mit an oder so, hm? Das ist aber... Ne, das finde ich aber gut, ehrlich gesagt. Das
Ist auch ein bisschen realistischer tatsächlich, ne? Weil man natürlich sagt, okay, wenn jetzt auf einmal überall in ganzen Ländereien Aufständische sind, ist natürlich logisch, dass das auch manchen Leuten nicht passt. Dass uns halt manche Leute unterstützen würden. Dankeschön. Kaiserin Brat Romila ist wieder mal schwanger. Die Alte ist sehr fleißig, das finde ich gut. Eine sehr fleißige Dame. Sehr fleißiges Fräulein. Okay, wo sind die jetzt alle? Hä? Hier oben waren jede Menge, glaube ich, ne? War auch nicht so wirklich. Da oben ist eine 13.000er Armee. Ich hätte meine Armee gar nicht ausheben müssen, glaube ich, an der Stelle. So, ihr dürft gerne die Ländereien hier beanspruchen. Was laufen die denn hier weg? Komm, bleib mal hier jetzt. Kramtume Erhabenheit. Als leidenschaftliche Person ist Graf Diri in nah und fern für sein launisches Wesen und seinen Hang zur Gewalt berüchtigt. Allein durch die rasche und öffentliche Geißelung von Lästereien sind Sünden zu läutern. Jedenfalls haben zahlreiche Gläubige dank seiner häufigen und ungezügelten Ausbrüche schon zur passenden Ehrfurcht vor St. Georg zurückgefunden. Der Eifer ist gestiegen. Das ist sehr gut. Ist eh schon bei 100%. Kein Frömmigkeitsverlust beim Morden von Charakteren von anderen Glauben bei Mordkomplotten. Macht rachsüchtig zu einer Tugend. Willkommen in meinen Dynastien, in mein Reich. Ja, ich liebe es. Ja, das mit den Rebellen, das war es jetzt, glaube ich, eh gleich. Also ich weiß nicht, wo die aktuell alle langlaufen hier, aber... Manche fahren jetzt nach oben. Warum lauft ihr denn mir hinterher? Warum könnt ihr nicht euer eigenes Ding? Ja, dankeschön. Wollte gerade sagen. Und dadurch, dass es ja auch an sich nur Bauern sind. Ja, wobei das ist eine fette Schlacht. Also darf man jetzt gar nicht so unterschätzen. Also wir haben sie gewonnen, aber... Das war jetzt doch ein gewisser Widerstand, der da zu spüren war kurzfristig. So, jetzt geht die nochmal da runter, weil die da irgendwie... Ich weiß nicht, was die da treiben. Wollt ihr jetzt hier treffen? Wollt ihr Bayern erobern? Sie ist ein Genie. Sie würde sich schon eigentlich eher noch anbieten als designiertes Kindlein. Weil Genie finde ich nochmal ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Allein schon wegen der mehr Lebenswandelerfahrung. Auch wenn die anderen zwei Stats halt bei ihr besser sind. Ja, es kostet halt auch immer 1000 Prestige. Hier warten wir mal ein bisschen. Jetzt laufen wir aneinander vorbei. Und die Mongolen kommen. Die dürfen natürlich nicht fehlen, die Mongolen, ne? 30% Warscore. Wo sind denn die noch? Übersehe ich die? Ach, da sind noch ein paar. Machen die jetzt eigentlich mal selber was, wenn ich sie auflöse? Ja, doch. Dauert ein bisschen, aber sie machen dann trotzdem nochmal was. 38. Hier oben lebt auch nichts mehr. Da können wir jetzt mal die eine Provinz zurückgehoben. Ich glaube, die haben die besetzt hier ganz dreist. Wir sind auch, glaube ich, kurz vom nächsten Punkt der Dynastie-Perks. Ja, noch ein Monat. Jetzt hat. Und dann können wir in Würde altern machen. Anziehungsbeinung. Improved Gain Skill from Aging. Oh, gespannt, was mir das bringt. Improved Gain Skill from Aging. Plus, was war das andere noch? Kein Kampfgeschickverlust durch Alter. Ich glaube, dass man ab einem bestimmten Alter alle 3 Jahre einen Skillpunkt bekommt oder irgendwie sowas. Ab 30. Irgend sowas war das. Hab ich wieder vergessen. So, was ist das hier eigentlich? Das ist einfach eine Provinz, die zu irgendjemand anderem gehört. So. Und hier auch mit den Franzosen. So. Weiß ja nicht, was der Scheiß soll. Euer Ernst jetzt hier gerade eigentlich?
Wer bist denn du? Karlings. Naja, komm. Ihr tut mir mehr leid, als dass ich Angst vor euch habe. Wie schaut's aus? Noch 10 Monate? Sie ist wieder schwanger. Kann man denn so viele Kinder in die Welt setzen? Ah! Echt? Was haben wir denn jetzt? Hä? Ich hab doch noch gar nichts bekehrt. Aber jetzt funktioniert's angeblich. Verstehe ich auch nicht. Da. Ein historischer Moment, aber irgendwie ist er total langweilig gewesen. Ah, Wilhelm wurde Papst. Obgleich niemand je die Rechtschaffenheit unseres Glaubens in Zweifel zog, war es eine harte Zeit, in der wir ohne geistigen Anführer auskommen mussten. Nun ist dieses Jammertal jedoch endlich durchschritten, da ich die Priester endlich davon überzeugen konnte, mich als einzig wahren Papst zu akzeptieren. Nun, da die Gläubigen endlich hinter mir vereint sind, werde ich unseren Glauben in ein goldenes Zeitalter führen. Eigentlich müssten die mich ja jetzt noch mehr lieben, weil ich ja Papst bin. Schauen mal. Tatsächlich nicht. Ah, 100%. Es wird halt noch ein bisschen dauern, ne? Weil jetzt natürlich Stück für Stück die Provinzen bekehrt werden. Ich finde das voll cool, das Symbol alleine. Ja, da gibt es jetzt ein paar Leute mit falschem Glauben. Und zack, folgen sie dem Richtigen. Verschreckt, allein durch das Verschrecken. Und Bekehren, Verweigern, Bekehren, Verweigern ist ein Verbrechen, das ist auch immer super nice. So, diese absolute Lebensautorität macht natürlich ein bisschen Probleme. Aber ansonsten nehmen die alle an. Die haben alle so viel Angst vor uns. So geil. Warte mal, können wir dich einfach anders filtern? Religion, Glaube, anders. Gut, der Papst, wie gesagt, den können wir nicht ändern, aber alle anderen, die sind so froh, dass sie annehmen dürfen, wahrscheinlich sogar. Echt? Du hast einen anderen Glauben? Und da liebst du mich so sehr? Hm. Sehr gut. Damit haben wir das Ganze hingestellt. Das passt alles. Es braucht noch irgendwie Prestige. Der Uni. Geht das schon wieder? Nee. Na, das ist der Glaube überall noch feindselig. Ja, geht den noch. Ich wollte gerade sagen. Hat man doch erst gemacht. So, wir brauchen Prestige. Wir machen ein Turnier. Ich habe Bock auf ein Turnier, Leute. Das Turnier machen wir natürlich. As always, direkt bei uns in der Bude. So, ein Vortrag. Tournai. Tjost. Und scheinbar Brettspiel. Vorsatz, Triumph. Natürlich alles auf Maximum. Und dann beginnen wir das Ganze. Ich habe dich noch nicht qualifiziert. Was? Mein verwundeter Sohn? Mein Sohn Peter wurde verwundet und die Wunden scheinen tief zu sein. Ich fürchte, dass sein Körper nicht stark genug sein könnte, um dagegen anzukämpfen. Ja, Leute sterben und Leute leben, ne? Naja. Mal gucken, ob der Kollege erfolgreich sein wird. Auswirkungen der Hingabestufe plus 100% ist auch nice. Verbessert nämlich die Meinung, die andere von uns haben. Wenn es die gleiche Religion ist, nochmal ein gutes Stück. Wir sind übrigens schon qualifiziert. Ich weiß jetzt gar nicht, was die von mir wollen. So, der eine Sohn stirbt, der... Oh.
Jawohl. Also an sich ist es ja egal, aber der ist auch auf alle Fälle eine juicy Nummer. Das ist immer noch der gleiche? Was hat er denn die ganze Zeit? Ich würde sagen, wir gehen dann mal in den Tempel. Und hoffen, dass unsere Punkte steigen? Nee. Oh nein, alle Kinder weinen, doch Arkenbald hören die Tränen. Doch bei ihm hören die Tränen gar nicht mehr auf. Ich hoffe so sehr, dass die Hebamme meine Sorgen lindert. Aber ihre faltengelegte Stirn macht alles nur schlimmer. Ich hoffe, dass er überlebt. Er ist nämlich ein guter Sohn. Oh, jetzt gibt es einen Kreuzzug. Oh, Katastrophe. Oh. Mal gucken, ob die Katholiken noch stark genug sind, einen großen Kreuzzug aufzubringen. Du bekehr erstmal. Was ist jetzt los? Achso. Wir gehen jetzt erstmal Vorträge halten. 450. Ja, komm. Mach das. So. Das Ding werden wir wahrscheinlich eh relativ deutlich gewinnen. Glaube ich. Diplomatiekrieg. Diplomatiebildung. Diplomatiebildung aber die höchsten Siegchancen. Ich beende meinen letzten Vers, doch die Menge wartet gar nicht erst auf das Ende. Der Jubel übertönt meine Worte. Ich denke, wir haben gewonnen, oder? Wettbewerbssieger. Ich wusste, dass ich gewinnen kann. Papst Gilhelm hat gewonnen. Natürlich habe ich gewonnen. Als ob irgendeiner gegen den Papst wetten würde, Alter. So. Oh, Ablässe. Jetzt geht das auch schon los. 55 zu 72.000. Bis jetzt haben sich nicht viele bei uns angeschlossen. Und dann kommt diese bescheuerte Rebellenfraktion schon wieder. Wobei, der sitzt im Knast. Bei mir. Na dann, viel Spaß. Ja, ihr seht, dass Konvertierungen laufen. Aber es wird halt dauern. Das geht leider nicht so schnell. Das machen wir weg. Das juckt mir nicht. Das Schöne ist ja auch jetzt im Falle des Krieges. Na, der bleibt im Knast, Alter. Bin ich jetzt hier eigentlich in dem Turnier dabei? Das kann ich mitbekommen. So. Wir brauchen auch gar nicht betrügen. Wir gewinnen, glaube ich, sowieso. Das ist ja so dieser Probekampf, ne? Oder dieser Fake-Kampf. In dem Fall mal Kriegsführung und Diplomatie. Haben wir sie übertölpelt? Aha. Punkte steigen stark. Ja. Schwellenwert für die Qualifikation liegt bei 10. Wir haben 18. So ganz verstehe ich das System hier immer noch nicht. Haben wir jetzt gewonnen? Teilnehmer der Siegermannschaft. Erhielt 350 Prestige. Turnier-Sieger für 5 Jahre. Ja, easy. Easy. Wir brauchen Punkte. Ihr habt nichts gelernt. Ah, geht ihr mir auf und sagt, keine Punkte bekommen. Okay, gut. Wann geht das hier eigentlich los? 105 zu 132.000. Ah, wird doch ein größerer Krieg. Ich würde an der Stelle aber erstmal sagen, Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder, dann wahrscheinlich mit dem Religionskrieg. Irgendwann, 9 Monate. Um Wessex. Das befindet sich hier. Relativ sinnlos eigentlich, wenn ihr mich fragt. Ein Königreich von Wessex. Ja, trotzdem. Trotzdem nutzlos. Das werden sie auch merken. Aber erstmal bin ich raus für heute. Macht's gut. Ciao.